Ich bin Dennis Müller und wir befinden uns hier auf dem landwirtschaftlichen Betrieb Müller im Westerwald in Kleinkirchheit. Wir haben hier ca. 65 Milchkühe mit eigener Aufzucht, nochmal ca. 30, die wir versorgen müssen jeden Tag. Zusätzlich kommen hier nochmal knapp etwas über 40 Hektar Grünland dabei und nochmal ca. 25 Hektar Ackerbau, die wir bewirtschaften für die eigene Versorgung der Tiere. Das Thema heute im Hofbesuch ist die Hofübergabe unter anderem. Ich selber arbeite hier, so seitdem ich 16 bin, jetzt etwas über 10 Jahre mit dem Betrieb, dass man zuerst mitgeholfen hat den Eltern, später dann die Ausbildung und Weiterbildung bis hin zum Meister. Es ist jetzt halt so, dass ich am 1.7.65 geworden bin und habe den Betrieb an meinen Sohn abgegeben. Man kann sagen, mit einem lachenden und weinenden Auge, ich habe es gerne gemacht, aber der Betrieb ist jetzt eigentlich so in gute Hände gelegt worden. Wir ergänzen uns auch zusammen hier auf dem Betrieb. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass es so klappt, wo es am Anfang schon für mich schwer war. Denn wenn man das 40 Jahre gemacht hat, hängt man da dran. Da ich noch weiter im Betrieb bin, denke ich, dass das auch noch gut weiterläuft. Überall wird darüber gesprochen, dass es für die Betriebe immer schwieriger wird, eine Hofnachfolge zu finden. Und dass es nicht einfach ist, dann noch junge Menschen zu motivieren für einen Job, der halt 365 Tage im Jahr in den meisten Fällen oder oft Arbeit bedeutet. Aber keiner redet halt darüber, dass es auch nicht immer einfach ist für einen jungen Menschen, wie ich mit jetzt noch unter 30 sogar, so einen Hof zu übernehmen und welche Hürden, Hindernisse und Auflagen alles einen beschäftigen, die einem von der Arbeit, von der eigentlichen Arbeit mit den Tieren oder auf der Feldarbeit am Schlepper behindern oder beeinträchtigen. Zu dem Thema Hofübergabe gehört natürlich auch ein ganz modernes Thema. Tierwohl wird überall sehr groß geschrieben und natürlich versucht man als junger Landwirt, der gerade von der Schule kommt und über Tierwohl einiges lernt und auch die positiven Aspekte mitbekommt, die einem das Tier durch das Tierwohl wieder zurückgibt. Wir dürfen uns Haltungsstufe 3 Milcherzeugerbetrieb nennen, aber der bürokratische Aufwand dahinter, was alles gefordert wird, da hatten wir 3 DIN A4 Seiten Auflagen, Dokumentationen, Sachen, die zu erfüllen waren, die zu belegen waren, auszurechnen waren, auszumessen im Stall, die regelmäßig jetzt geprüft und gefordert werden, zum Teil bestimmt berechtigt, aber teilweise auch in einem Ausmaße, dass es schwierig ist, es manchmal darzustellen, um halt nicht seine Arbeit mit den Tieren zu verlieren und nur noch im Büro zu sitzen. Die Kälber sind natürlich der Grundstein für morgen. Auch hier müssen wir höchste Tierwohlqualitätsstandards einhalten. Diese dienen aber auch wieder uns, denn nur ein gesundes Kalb kann nachher auch beste Milchqualität erzeugen. Perspektivisch gucke ich eigentlich sehr optimistisch in die Zukunft, denn es gibt immer eine Lösung und es geht immer weiter. Man muss sich ein bisschen verändern. Ich denke, dass wir im Bereich Tierwohl uns noch weiter steigern können, um Tier und Mensch beiden Anforderungen gerecht zu werden, was die Nachfrage angeht, wie aber auch was die Haltungsbedingungen fordern. Wenn wir da immer auf dem aktuellen Stand bleiben und mit Vorreiter sind, denke ich, dass wir zukünftig immer noch weiter dabei sein werden und gucken optimistisch in die Zukunft.